Die Koranexegetik als eine wissenschaftliche Disziplin entstand, indem man die koranspezifischen Aussprüche des Propheten und seiner Gefährten in einem Werk sammelte und dadurch versuchte, den Koran zu deuten. Man sagt, dass das praktisch zur Zeit der Tabi'un geschehen ist. Diese Methode der Auslegung nennt man Tafsir bi-Riwaya, also Auslegung durch die Überlieferung. Im Gegensatz dazu gibt es auch die Methode Tafsir bi-Diraya. Diese Methode stützt sich sowohl auf die Überlieferung der exegetischen Hadithe als auch auf die Vernunft, damit einhergehend auch auf die eigene Meinung. Sie wird deshalb auch Tafsir bi-Rabi genannt. So entstanden Korankommentare, in denen diese Methode der Korandeutung vorherrschte. Eine andere Deutungsmethode ist die mystische oder sufische Auslegung des Korans, die Tafsir al-Ishari genannt wird. Bei dieser Auslegung wird der Koran durch Hinweise und Zeichen, also Isharat, in dem eingeweihten Mystiker beim Gottesgedenken, also Zikr, oder im normalen Leben eingegeben werden, ausgelegt. Das vorrangige Ziel der Koranexegeten ist es, den Koran gemäß den Anforderungen und Bedürfnissen des Zeitalters neu zu interpretieren und verständlich zu machen. In diesem Zusammenhang wurde dieses sich erneuernde und reformatorische Potenzial des Korans im 19. und 20. Jahrhundert auf den Prüfstand gestellt. Angesichts der sozialen, technischen und wissenschaftlichen Unterlegenheit der Muslime gegenüber dem Westen musste sich die islamische Welt mit dem Vorwurf auseinandersetzen, der Islam sei fortschrittsfeindlich und rückständig. Als Antwort auf diesen Vorwurf entwickelten die Exegeten neue Methoden der Koranauslegung, anhand derer gezeigt werden sollte, dass kein Widerspruch zwischen den koranischen Inhalten und den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Moderne existiere. Hierbei gewann die Ratio wiederum allmählich die Oberhand. Ad fontes, also zurück zu den Quellen. Das heißt, zum Koran selbst und zu den authentischen Aussprüchen des Propheten Mohammed war das Leitmotiv. Viele koranexegetische Überlieferungen, auf die sich die klassischen Koranexegeten berufen hatten, wurden nun als schwach und erfunden eingeordnet. Durch diese Neuorientierung sollten die Korankommentare und islamischen Traditionen von zeitbedingten Anschauungen, falsch hergeleiteten Rechtsbestimmungen und vom Aberglauben befreit und dadurch die wahre Botschaft des Korans, also die wahre und universale Botschaft des Korans, vermittelt werden. Auf diese Weise wurden immer mehr moderne Korankommentare verfasst, auch in den Landessprachen, die reformistisches Gedankengut aufzeigten und dieses an die breite Masse zu vermitteln versuchten. Das Verständnis der Welt als ein Buch, das Gottes Zeichen enthält, wurde in der Moderne fruchtbar gemacht, um den Konflikt zwischen Religion und Vernunft zu lösen. Mohammed Abdu, der wirksamste Vertreter des islamischen Modernismus im 19. Jahrhundert, versucht durch die westliche Überlegenheit herausgefordert, in seinen Werken zu zeigen, dass der Islam eine Religion der Vernunft ist und deswegen der Koran den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft nicht widersprechen kann. Denn, so Abdu, ich zitiere, Gott hat zwei Bücher herabgesandt. Ein erschaffenes, das ist die Natur, und ein geoffenbartes, das ist der Koran. Der Koran leitet uns, mit der uns verliehenen Vernunft in der Natur zu forschen. Soweit Abdu. Der islamische Modernist Seyyid Ahmed Han bringt die gleichen Gedanken zum Ausdruck, wenn er behauptet, dass zwischen dem Wort und dem Werk Gottes, die ja beide zu den Zeichen Gottes gehören, keine Widersprüche existieren können. Diese Gedanken aus dem Koran und aus der islamischen Tradition haben Annemarie Schimmel bewogen, den Islam ebenso wie Jacques Wardenburg, der bekannte Religionswissenschaftler, als ein Zeichensystem zu deuten. Annemarie Schimmel hat in ihrem Buch Die Zeichen Gottes gezeigt, dass man mit dieser Methode auf dem Gebiet der Islamwissenschaft und Religionswissenschaft zu fruchtbaren Ergebnissen gelangen kann. Dieser Ansatz von Wardenburg, Schimmel und von verschiedenen muslimischen Denkern kann als ein gemeinsamer Ausgangspunkt genommen werden, um zum Beispiel zu vergleichen, wie die gleichen Zeichen in den verschiedenen Religionen gedeutet werden. Das heißt in anderen Worten auch, dass die Außenperspektive von der Innenperspektive,
und umgekehrt die Innenperspektive von der Außenperspektive bei der Erforschung des Islams nutzen ziehen kann. Deswegen sollte sich die islamische Theologie in Europa zur Entwicklung ihres Begriffssystems, zum Beispiel in deutscher Sprache, mit den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, die sich mit dem Islam aus einer Außenperspektive befassen, auseinandersetzen. Denn die islamische Theologie ist keine kontextlose Theologie. Sie ist unter bestimmten Bedingungen und Bedürfnissen entstanden. Genauso wie Denken ohne Kontext nicht möglich ist, so ist Theologie im luftleeren Raum auch nicht möglich. Besser ausgedrückt, die Theologie nimmt je nach Ort und Zeit bestimmte Gestalten an. Das war in der islamischen Geschichte immer so und wird in Zukunft auch immer so sein. Wie wir ganz am Anfang unseres Vortrages dargestellt haben, deutet Toshihiko Isuzu in seinem Buch God and Man in the Quran, Semantics of the Quranic Weltanschauung, den Offenbarungsprozess als eine Form der Kommunikation zwischen Gott und Mensch. Natürlich kann ich hier nicht die ganze Theorie von Isuzu darstellen. Ich will aber im Kontext seiner Semantikauffassung auf den Schlüsselbegriff Aya, das wörtlich Zeichen bedeutet, im Koran eingehen, um eine Verbindung mit unserem Thema herzustellen. Isuzu zieht in seinem Buch die Semantik heran, um die koranischen Begriffe zu analysieren, in Beziehung zu setzen und so ihr Bedeutungsfeld näher zu bestimmen. Er vertritt jedoch eine bestimmte Auffassung von Semantik. Er definiert die Semantik wie folgt. Er sagt: Semantik ist für mich eine Analyse der Schlüsselbegriffe einer Sprache mit dem Ziel, die Weltanschauung einer Nation zu ermitteln, die diese Sprache nicht nur als Mittel für das Sprechen oder Denken, sondern auch zur Konzeptualisierung und Interpretation der Welt benutzt. Aus diesem Grunde ist die Semantik eine Art Weltanschauungslehre, also eine Untersuchung der Natur und Struktur der Weltansicht einer Nation zu einer bestimmten Zeit. Die koranische Semantik befasst sich hauptsächlich mit dem Problem der Struktur der Welt des Seins. Anders gesagt mit dem, was die Grundelemente des Seins sind und wie sie sich zueinander verhalten. In diesem Sinne ist sie eine Art Ontologie, aber eine konkrete, lebende und dynamische Ontologie. Unser Ziel ist es deswegen, diese dynamische Ontologie, die im Koran dargestellt ist, durch analytische und methodologische Untersuchung der Grundkonzepte, das heißt solcher Konzepte, die eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Welt durch den Koran spielen, zum Vorschein zu bringen. Soweit Isuzu. Eines dieser Grundkonzepte stellen für Isuzu die Zeichen Gottes dar, also die Ayat. Dieses Grundkonzept kann so zusammengefasst werden. Gott offenbart sich laut dem Koran in den verschiedenen heiligen Schriften und durch seine Zeichen, die Naturphänomene, die im Koran auch Ayat genannt werden, also Zeichen. Ayat heißen auch die Koranverse, weil sie auf Gott hinweisen. Gott kommuniziert also mittels dieser Zeichen mit den Menschen. Die verbale Kommunikation beginnt mit der Herabsendung von Zeichen, also Ayat, also zum Beispiel durch Koranverse. Gott kann aber auch mit den Menschen nonverbal kommunizieren, das heißt durch die Zeichen der Schöpfung, zum Beispiel durch die Sonne, den Mond und die anderen Phänomene. Mit anderen Worten, Gott offenbart sich ständig durch seine Zeichen in der Natur. Diese Zeichen oder Phänomene sollten deshalb nicht nur als Phänomene verstanden werden, sondern als Zeichen oder Symbole Gottes, die auf etwas hinweisen, zum Beispiel auf die Macht, Güte, Weisheit oder Einzigkeit Gottes. Wie ein Verkehrszeichen, das über sich hinausweist und das Ziel angibt, beweisen die Zeichen Gottes über sich hinaus und zeigen auf Gott selbst, auf seine Einzigkeit, Güte, Weisheit, Barmherzigkeit und so weiter. Die Welt ist also laut Isuzu und laut dem Koran ein Buch, das aus Symbolen und Zeichen besteht, sprich ein Buch, das nur diejenigen lesen können, die diese Zeichen kennen und verstehen. Deswegen enden viele Koranverse mit dem Hinweis, dass nur diejenigen, die denken können und diese Zeichen verstehen, richtig verstehen, daraus eine Lehre ziehen können.
Die Koranverse, also die verbalen Zeichen, sind im Vergleich zu den nonverbalen Zeichen präziser. Weil der göttliche Wille sich in der Heiligen Schrift in artikulierter und detaillierter Form darstellt, während sich in den nonverbalen Zeichen der göttliche Wille global manifestiert. Der Adressat der nonverbalen Zeichen ist also die ganze Menschheit. Das heißt, dass laut dem Koran jeder durch die Naturphänomene, die mit einer eindeutigen Sprache sprechen, die Wahrheit finden kann. Alles kann man also laut Isuzu als ein Zeichen verstehen, das auf Gott hinweist, oder wie Meister Eckhart es ausdrückt, alle Kreaturen sind ein Sprechen Gottes. Alle Kreaturen möchten Gott nachsprechen in all ihren Werken. Sie haben alle ein Rufen, wieder da hineinzukommen, daraus sie geflossen sind. In der islamischen Tradition findet man wie dargestellt auch Auffassungen, die sich auf den Koran stützen und die ganze Natur als Buch oder literarisches Werk Gottes, Tasnifullah, verstehen, das Zeichen enthält. Meinen Vortrag will ich deswegen mit den Worten des bekannten islamischen Mystikers Muhyiddin ibn Arabi beenden. Er sagt, der Kosmos ist das große Offenbarungsbuch, das Gott uns vorliest. Eine Vorlesung durch die Erscheinung, so wie der Koran eine Vorlesung durch die Rede ist. Auch der Kosmos besteht aus geschriebenen, auf das ausgebreitete Pergament des Seins gezeichneten Buchstaben. Diese Schrift wird an ihm ewiglich und endlos bestehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.